Das ist das weirdeste Geräusch aller Zeiten. Das ist ein Geräusch, das ausschließlich junge Leute machen. Das ist das junge Leute-Geräusch. Ich habe noch nie so eine Mitte 70-jährige Frau im Bus gesehen, die meinte, einkaufen. Geil, dass so viele junge Menschen da sind. Das ist näher komme ich an junge Menschen nicht mehr ran. Was daran liegt, dass ich mich so weit entfernt halte von jungen Leuten, wie ich kann. Was nicht daran liegt, dass ich die, weiß ich nicht, hasse und verachte, aber auch schon. Das ist auch ein Teil des Ganzen tatsächlich. Nein, ich kenne keine jungen Leute. Die einzigen jungen Menschen, mit denen ich auf einer regelmäßigen Basis verkehre und auch nicht ganz so regelmäßig, sind meine Geschwister. Ich habe 7 Geschwister. Was daran liegt, dass wir Assis sind. Das ist der Grund. Nein, der wahre Grund liegt darin, dass mein Vater bis heute nicht begriffen hat, dass Rausziehen keine Verhütungsmethode ist. Und tatsächlich, er ist heute da, und zwar mit seinem jüngsten Sohn. Und ich weiß nicht warum, aber es ist ja kein Spaß. Alle 3,5 Jahre steht der Typ in seinem Wohnzimmer und fragt den Rest von uns, sag mal, wohnt er jetzt auch noch hier? Ich weiß gar nicht. Und ich will ihn schütteln und sagen, Papa, du musst, mach auf die Katze, aber nicht in diese Frau. Was ist so schwer? Nee, stimmt auch nicht. Wir sind Patchwork. Also nicht mal das stimmt. Tatsächlich ist es auch nicht, ehrlich gesagt, ich halte mich nicht mal fern von jungen Leuten. Junge Leute halten sich fern von mir. Und das war anders. Ich war auch mal jung und dachte so, nee, dachte ich nie. Das ist ein Wort, das mir nie in den Begriff gekommen ist. Meine Schwester ist 17 und das ist das Wort, das ist ihr Wortschatz. Das ist ein Wort, das sie beim Scrabble leben würde. Das ist ihre Dimension an Bildung. Nein, wenn ich ganz ehrlich bin, junge Leute halten sich fern von mir. Und das liegt daran, dass mein Leben oder das Leben, das ich als Leben erachte, nichts mit dem zu tun hat, was junge Leute als Leben bezeichnen. Und das war mal anders. Ich war auch mal irgendwann 25 und dachte, Zukunft. Und dann habe ich eine Frau kennengelernt und nach 6 Wochen war sie schwanger, weil ich dachte, rausziehen ist eine gute Idee. Ich dachte, dass das was viel mit Erziehung zu tun hat. Und jetzt habe ich ein Kind und das zweite kommt bald und ich kaufe gerade ein Haus, was nicht richtig ist und heißt, dass die nächste Bankenkrise auf jeden Fall bevorsteht, wenn man mir Geld in die Hand gibt. Und bin verheiratet. Und das ist nichts, was junge Leute, was sie geil finden. Das ist spießig. Und ich verstehe das. Mein 15-jähriges Ich tritt mir jeden Morgen ins Gesicht, wenn er das mitbekommt. Und junge Leute riechen das. Ich merke das, dass ich im Bus sitze und so 19-Jährige von mir abrücken, weil die, keine Ahnung, was deren Angst ist, dass sie sich anstecken oder so, dass ich huste und dann haben die auch Birkenstocks oder keine Ahnung, was deren Trauma ist, aber. Und ich versuche Kontakt zu halten zu dieser wachsenden Gruppe an jungen Leuten, die es jetzt wieder gibt. Und wir waren Weihnachten zu Hause und ich habe mit meiner 16-jährigen Schwester gesprochen, weil ich wollte so ein bisschen Nachhilfe mir einholen. Und ging zu ihr und meinte, ey, was geht bei euch jungen Leuten? Und sie meinte, das nicht, das ist nicht das, was geht. Das war traurig, alter Mann. Das ist das, was passiert ist. Nein, sie hat mir Sachen erklärt, was jetzt junge Leute wieder als Fly bezeichnen, weil das anscheinend ein Wort ist, das Sinn ergibt in irgendwelchen Köpfen. Und eine Sache, die junge Menschen jetzt wieder machen, das finde ich krass, junge Leute benutzen wieder so Sprichworte. Es ist wieder normal für so 16-jährige junge Frauen zu klingen wie so ein alter norddeutscher Bauer, der mit seinen Schafen redet, weil alle Menschen sonst ihn verlassen haben. Solche Leute dürfen Sprichworte benutzen. Wenn junge Menschen das machen, mich macht das traurig und wütend gleichzeitig. Ich saß in der Bahn und vor mir saßen 2 maximal 15-Jährige. Und der eine wollte dem anderen sagen, dass 2 Sachen gleich sind. Und anstatt zu sagen, das ist gleich, meinte er, tschüss, Digga, das ist Jacke wie Hose, Digga. Und ganz ehrlich, ist es nicht. Jacken sind keine Hosen. Übrigens, niemand trägt eine Jacke als Hose. Was nicht zu 100% stimmt. Ich habe Zivi gemacht in der Behindertenschule. Also natürlich gibt es da 1000 Menschen, die tragen Jacken als Hosen.
Aber dann müsstest du offiziell sagen, das ist Jacke wie Hose. Wenn du geistig behindert bist. Digger. Dann wärst du nicht Sprichwort, sie benutzte. Ansonsten, ich hasse Sprichworte, weil sie helfen auch nie weiter, weil sie nicht wahr sind. Weil sie immer in Situationen spielen, in denen nie ein Mensch war. Du, wer im Glashaus sitzt, halt die Fresse. Punkt 1 ist, wer wohnt in Glashäusern? Punkt 2 ist, die 6 Menschen, die in Deutschland in Glashäusern wohnen, sind abgefuckte Mitte-70-jährige Architekten, die lang genug in der Uni waren, um nicht irgendwann zu denken morgens, oh, da ist ein Stein in meinem Wohnzimmer. Vielleicht sollte ich... Und selbst wenn, vielleicht ist sein Bruder Glaser, ich kenne noch seine Geschichte, lass ihn das so, es ist sein Haus. Ich meine, ich weiß, was das, ich bin nicht dumm, ich weiß, was das heißen soll. Klar, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen, wenn er geistig behindert ist. Ich hasse Menschen, die Sprichworte benutzen. Mein All-Time-Favorite mit Abstand ist, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Nope. Ich weiß, wo sie ist. Ich habe sie gebaut. Wie dumm hältst du mich? Du musst das mehr so im sprichwörtlichen Sinne sehen. Ja, klar, ich verstehe ja, was das heißen soll. Und wer anderen eine Grube gräbt, fällt wahrscheinlich selbst hinein, wenn er geistig und körperlich behindert ist. Ich hasse Menschen, die Sprichworte benutzen. Fast so sehr, wie ich Menschen hasse, die nicht über Behinderte lachen. Es gibt so Leute, es ist okay, da nicht, man muss es da nicht lustig finden. Humor ist eine sehr persönliche Sache. Aber dann gibt es Leute, die finden das lustig, aber die würden da doch nicht drüber lachen. Aus Prinzip. Aus welchem Prinzip? In welcher Broschüre einer Behindertenvereinigung hast du jemals gelesen? Und Punkt 3 ist, wir möchten anders als alle anderen Menschen behandelt werden. Und ich dachte auch, das ist so eine Grenze. Ich dachte auch, okay, pass auf, das ist die Grenze für Satire. Menschen mit Behinderung, ob körperlich oder geistig, sollte man keine Witze drüber machen. Und dann habe ich Zivi gemacht und gemerkt, na, es geht schon. Das ist schon. Vor allem bei den Kindern. Bei den Kindern war das normal. Und das war auch einfach, das war genial. Das war nonstop, Spasti. Nein, du Spasti. Nein, du Spasti. Wochen hin und her. Was mir lange nicht klar war, dass selbst die Lehrer auch keine Grenze hatten. Das musste ich erst lernen. Wir sollten nach 3 Wochen ins Theater gehen, mit der ganzen Klasse. Und ich meine zu unserer Lehrerin, ich verstehe das nicht falsch, ich meine, das ist aber, was sollen wir im Theater? Weil die Hälfte unserer Kinder kann nicht gucken. Das ist deren Behinderung. Und die andere Hälfte ist dermaßen geistig behindert, dass sie nicht verstehen werden, wer ist Romeo, wer ist Julia, wer ist ein Stuhl. Also was sollen wir im Theater? Und meine Lehrerin, ohne groß nachzudenken, meinte, ja, das stimmt. Aber ich will das sehen und mit denen ist das umsonst. Also ab in den Bus, wir wollen dann losgehen. Und das ist ein genialer Umgang. Und wir müssen ja endlich mal einen neuen Umgang finden. Gerade für junge Leute ist es immer noch nicht normal zu sehen, dass einige Menschen, weiß ich nicht, einen Arm nur haben oder was auch immer. Es ist immer noch so, dass du im Café sitzt und jemand kommt im Rollstuhl rein und gerade junge Leute sitzen da und werden panisch und denken, oh nein, wieso muss ich ihn jetzt begrüßen? Ich kenne ihn ja gar nicht. Aber muss ich jetzt, und wenn ja, wie? Mit der Hand, mit dem Fuß? Ich weiß nicht. Und das ist unsere Aufgabe. Ich zum Beispiel, ich habe einen Sohn. Ich muss diesem Sohn vermitteln, dass es normal ist, dass einige Menschen anders aussehen oder anders sind. Ich kaufe ihm Downy. Ich glaube, ich mache das. Weil es menschlich das Richtige wäre. Siehste, und eine Mutter hat ein behindertes Kind, kriegt sich kaum wieder ein. Ah, kannst du haben, ist umsonst. Alter, das war mir nicht klar, dass ich das muss. Ich dachte, du kriegst so ein Kind und da kommt irgendwas. Ich dachte, das ist ein bisschen wie so ein IKEA-Möbelstück. Das ist jetzt nicht fertig, aber da ist ein so Bauteil und du kriegst eine Anleitung. Nada. Deine Mutter, deine Frau gebiert dir einen leeren Karton. Das ist ein Kind. Alter, darauf hat mich niemand drauf vorbereitet. Natürlich nicht, weil ich meine, ich war der Erste in unserer Gruppe von Leuten, die ich kenne. Niemand sonst hatte ein Kind. Ich war das Paradebeispiel für alle anderen. Ich war der Erste im Grunde genommen. Nach 3 Wochen kam ein Freund zu Besuch und da sah dann dieses Kind und sah mich und meinte dann, oh, ist das so, wie man sich das vorstellt? Machst du dir jetzt auch so Sorgen? Ich meine, nein, ich mache mir keine Sorgen.
Ich lebe von einer Panikattacke in die nächste. Das ist. Und dann gibt's Frühstück. Das ist mein Tagesablauf. Und die Panik bleibt. Ich dachte, irgendwann hört das auf, weil irgendwann kann dieses Kind ja laufen und so ein bisschen reden, so rudimentär funktioniert ja dieses Lebewesen. Aber das ist, die Themen ändern sich und das war's. Irgendwann habe ich in einem Ratgeber gelesen und das stimmt, eigentlich kommt das dahin. Mein Kind weiß nichts. Das heißt, mein Kind weiß auch nicht, was sind Gesetze, was ist Moral, was ist Ethik, was sind Gebote, was hält die Gesellschaft zusammen. Der hat überhaupt keine Ahnung. Sein einziger Leitfaden bin ich. Ich sage, nein! Weil so rede ich viel mit ihm. Und das ist dann für ihn, das ist dann die Regel. Dass ich bin sein König im Grunde genommen. Was an sich erstmal nicht schlecht ist, weil ich gemerkt habe, ich bin kein schlechter König. Solange meine Untertanen weder laufen noch reden, bin ich safe in der Rolle. Und dann wurde so eine Situation beschrieben. Stell dir vor, ich sitze jetzt mit meinem Sohn in der S-Bahn. So, und wir haben Herbst und er streift seine schmutzigen Schuhe an der Jacke von einer alten Frau ab. Und natürlich sage ich, hör auf damit, das macht man nicht. Nein. Und dann ist es aber so eine ganz nette alte Dame. So eine, die sagt, oh, das ist nicht schlimm, du kleiner Frat. Das ist schon okay, ich bin das auch gewohnt. Ich habe 49 Enkel und ich weiß noch, die kleinste, die Ida, als die damals, das war 86, 7, das war ein harter Winter. Und was alte Frauen sagen, bis sie endlich einen Schlaganfall bekommen. So, sie sitzt jetzt da und sagt das. Und erstmal denkt man ja, was für eine nette, kulante alte Frau. Was wirklich passiert, ist Folgendes. Mein Sohn hört das und merkt zum ersten Mal, wie, das ist okay. Nein, die Regel ist nein. Aber du hast andere Regeln. Das sind gar nicht die, das sind einfach seine. Er ist nicht der König. So. Und das ist Kacke. Und seitdem habe ich diese traumatische Angst, dass ich irgendwann morgens aufwache, schweißgebadet, weil mein Sohn auf mir sitzt mit so einem rostigen Küchenmesser, um mich zu stürzen. Deswegen schläft er im Käfig, weil es immer Nachfragen gab. Das ist der Grund. Nein, ich habe das zum ersten Mal begriffen. Stimmt, du musst aufpassen, was du sagst Kindern gegenüber. Und die meisten Menschen machen das automatisch. Das ist ziemlich krass zu sehen. Erwachsene Menschen, die man kennt, aber die ihr Verhalten ändern, nur weil da irgendwie ein Kind im Raum ist und meint, oh Scheiße, darf ich Scheiße sagen? Digi, das ist mein Kind. Der Typ hat Schlimmeres gehört als Scheiße. Und auch in der Öffentlichkeit, Menschen, die mein Kind gar nicht kennen. Ich war irgendwann in Hamburg, hier in Hamburg an der Straße. So, und da stand eine Mutter mit ihrem Kind. Das Kind war vielleicht 2 Jahre alt. Und diese Mutter wollte dem Kind vermitteln, du darfst nicht über die Straße gehen, ohne vorher zu gucken, ob da auch Autos kommen. So. Und heute weiß ich, das Kind war viel zu klein, um das zu checken. Damals, die Mutter, der war das völlig egal. Da standen auch schon andere erwachsene Menschen, die haben sofort gesehen, da kommt kein Auto. Und da wird auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich kein Auto kommen. Aber niemand wollte die Straße überqueren, bis allen irgendwie klar war, okay, jetzt hat er es verstanden. Und die Mutter war unbeirrbar. Meinte, Dennis, kommt der da ein Auto? Dennis, ohne zu gucken, meinte, Dennis, wo kommt ein Auto? Ja. Und das ging hin und her. Und immer mehr Menschen kamen, aber alle blieben stehen. Immer mehr. Irgendwann standen da so viele Menschen, dass die ganz hinten nicht mehr wussten, warum wir überhaupt da stehen. Menschen standen einfach. Nach so 5 bis 6 Minuten brüllte jemand von hinten rein, sag mal, ist das Kind behindert? Und so eine locker 80 Jahre alte Frau links neben mir brüllte zurück, nein, ich glaube, mit der Mutter stimmt was nicht. Keine Ahnung. Also nicht alle Menschen achten drauf, was sie sagen, wenn Kinder und Mütter in der Nähe sind. Kannst du ja auch nicht. Habe ich ja auch gemerkt. Kannst du ja nicht. Ich habe es ja auch am Anfang versucht, dass ich dachte, oh, das darfst du nicht erzählen und das und auch nicht. Aber irgendwann fällt einem dann auf, was man alles... Du kannst mir ernst, das alles, was du den Kindern erzählst, das meiste ist Nonsens. Jetzt hatten wir gerade Ostern und ich habe meinem Sohn noch erzählt. Und jetzt hat der Eier... Die Hase kam und hat Eier versteckt. Und mein Sohn, relativ schlau, meinte, Eier kommen von Hühnern. Und ich stand da und meinte, shit. Hat dann einen Punkt. Ich dachte, es dauert ein paar Jahre, bis er mich argumentativ aushebelt, aber das war... Aber auch ich habe so Sachen, klar, es gibt immer wieder Sachen, die mir auffallen, wo ich denke, warum erzählst du diesem Kind das? Und wir haben alle sowas. Alle kennen zum Beispiel, alle kennen dieses Fingerspiel. Jeder kennt das. Das ist der Daumen. Und er schüttelt die Pflaumen. Und er hebt sie auf.
und er bringt sie nach Haus. Und der Kleine, der isst sie alle auf. Und mein Leben lang dachte ich immer, der Kleine ist so frech. Weil der hatte bestimmt auch eine Aufgabe. Der musste den dann, weiß ich nicht, verpacken, etikettieren. Ich weiß nicht, was sein Ding ist. Aber er isst sie einfach alle auf. Und das stimmt. Aber was ist mit dem Daumen? Der Typ ist nur der Daumen. Alle anderen in dieser Produktionskette reißen sich den Arsch auf. Aus Angst vor dem Daumen. Der Typ ist sowas wie ein KZ-Wächter. Das ist nichts, was ich meinem Kind vermitteln möchte. Mir war nicht klar, wie anstrengend das ist, so ein Kind zu haben. Weil ich habe auch das Gefühl, niemand bereitet dich wirklich darauf vor. Alles, was du hörst, sind so andere Eltern, die natürlich auch nicht zugeben wollen, wie komisch deren Leben geworden ist. Und deswegen sagt man, es ist das Beste, was mir je passiert ist. Und das stimmt. Ich bin ja auch so einer. Das stimmt ja. 90% der Zeit stimmt das. Dafür gibt es Hormone. Hormone sind dafür da, dass du 90% der Zeit denkst, oh, es ist das Beste, was mir je passiert ist. Weil ansonsten wäre einer von uns beiden nicht mehr am Leben und ich bin stärker. Und dafür gibt es Hormone. Aber du musst auch Eltern diese andere Zeit beibringen. Weil es sind nicht nur diese 90%. Ich weiß, die sind wunderschön. 90% der Zeit kann ich kaum atmen, so stolz bin ich auf dieses Kind, weil er weiß, was eine Banane ist. Und niemals wusste jemals, er ist hochbegabt. Und du musst doch aber Eltern auch erzählen, dass es diese anderen 10% gibt. Diese anderen 10% des Tages, in denen dir auffällt, wie gut das Gesicht deines Kindes mit den Sofakissen zusammenpasst. Einfach weil du schlafen willst. Und er auch. Für immer. Das ist ein normaler Gedanke. Und wenn du das Menschen nicht vorher erzählst, dann ist das ein komischer Moment. Dann kommen Väter in die Position und merken, oh nein, ich wollte gestern mein Kind aus dem Fenster werfen. Bin ich jetzt ein schlechter Vater? Nein, jetzt bist du Vater. Das ist die Linie. Vater sein heißt nicht, ich wickel mein Kind und gebe ihm die Flasche. Vater sein heißt, ich möchte dich umbringen und dann mach ich's nicht. Heute. Das ist Liebe. Und seit ich das auf der Bühne sage, kriege ich einige Zuschriften von Eltern, meistens mit dem Inhalt von, ich kenne die Gedanken auch. Meine Idee ist folgende. Und einige Ideen sind zu gut. Ach, ich weiß nicht. Und das ist, jeder hat diese Gedanken, jeder hat diese Mordfantasie. Niemand macht das wirklich. Meinte ich. Und dann war ich in Halle an der Saale. Und in Halle an der Saale, in dem Moment kippte die Stimmung komplett um. Und dann meinte eine Frau, einige schon. Und ich dachte, woher kommt denn das jetzt? Und dann kam raus, 3 Monate bevor ich in Halle an der Saale war, gab es so einen regional sehr bekannten Fall von so einer jungen Mutter, die hatte schon 3 Kinder und hatte das 4. dann aber zerhackstückelt und in die Gefriertruhe gestopft. So. Und alle waren sehr betroffen, weil das war hier ganz in der Nähe. Und viele kannten auch eine Freundin, deren Cousine eine Schwester hatte, die mit der Frau bei Edeka zusammengearbeitet hat. Es war für alle sehr nah. Und ich komm mit dieser Stimmung nicht klar und wurde panisch. Alles, was ich sagte, war, ja, du musst immer das Positive sehen. Ohne zu wissen, wo ich damit hin wollte. Und sofort meinte die Frau, okay, wo genau liegt der positive Aspekt dieser Geschichte? Und ich meinte, der war ja noch im Kreis der Familie. Und dann wurde sie irrational. Aber dann meinte sie, und dann ist das okay. Dann würdest du das auch machen. Und dann musste ich sagen, stopp, ich mache Witze. Das sind 2 verschiedene Sachen. Ich erzähle Witze. Was nicht heißt, dass ich das dann auch danach mache. Als würde ich das jetzt hier sagen, nach Hause fahren, mein Kind zerhackstückeln und in eine Gefriertruhe stopfen. Ich bewahre Essen auf. Weißt du, wie unhygienisch das ist? Ich denke, er kann einen eigenen Platz hinten haben. Bei den Schaukeln, er hat immer so gerne geschaukelt. Da, da, da. Man sieht so noch eine Mutter, die es gemacht hat. Das ist genial. Das ist so volksnah heute. Nein, und das ist natürlich, das ist eine Kompensation von mir. Dieses, ich bringe mein Kind um, ist ja nur die Kompensation von, ich habe natürlich tierisch Panik, dass dieses Kind stirbt, weil dann ist mein Leben vorbei.
Und das ist, Angst ist nie ein guter Motor. Eigentlich ist Angst nur ein Gefühl. So. Und man hat vor allem hat man vor Sachen Angst, die man nicht kennt oder die man noch nicht kennengelernt hat, weil sonst müsste man keine Angst davor haben. Im Moment, viele Menschen haben weirde Ängste. Es gibt Menschen, die haben eine panische Angst vor Enten. Gibt es. Und dann gibt es Menschen, die haben Angst vor der Angst. Und dann gibt es Menschen, die haben Angst vor dem Islam. Also gar nicht vor Terror, nicht vor Moslems, sondern von der Religion Islam. Und ich habe den Islam immer kategorisch verteidigt. Einfach, weil ich arschlinks bin und dachte, man muss das so machen. Sobald also jemand meinte, also der Islam ist eine gewalttätige Religion, im Koran steht geschrieben, meinte ich sofort, das steht da gar nicht drin. Du hast ja überhaupt keine Ahnung. Bis irgendwann mal ein Moslem meinte, krass, du hast den Koran gelesen und ich sagen musste, du, nicht ein Wort davon. Und er meinte, guck dir mal an, was du verteidigst. Also habe ich das gemacht. Und ich hab mit Leuten gesprochen, die daran glauben, habe die gefragt und habe Artikel gelesen und ein, zwei Bücher. Und ich war selbst auf einer Seite, die hieß gutefrage.net. War mir bis dahin nicht bekannt. Ich wusste nicht, ich bin selten im Internet, ich wusste nicht, dass es einen Ort dort in diesem Internet gibt, in dem Menschen mit an Behinderung grenzender Dummheit Fragen stellen, die in den meisten Fällen von noch dümmeren Leuten beantwortet werden. Wenn überhaupt, ab und zu auch wirklich ohne Zusammenhang. Wie heiß sollte man Babys baden? Ich mag Audi. Ist Nonsens. Und für einige Menschen ist das ein Lexikon. Ist es nicht? Was vor allem rauskam, als ich meine Fragen stellte über den Islam. Die erste Frage war, wie oft beten Muslime? Und die erste Antwort auf die Frage war, ich glaube 9 Mal. Das ist keine Schätzfrage, Digga. Der zweite schrieb, nee, 12 Mal. Der dritte, und das war wiederum geil, der dritte war ein junger Moslem. Der hat dann die Sunnen aus dem Koran zitiert und hat gemeint, pass auf, das steht in diesem Koran drin und deswegen beten strenggläubige Muslime zu diesen Tageszeiten 5 Mal am Tag. Das war genial. Noch besser war Kommentar 4, das war jemand, der schrieb, nee, wie gesagt, 9 Mal. Ich glaube, 9 Mal. Also einige Menschen wollen mit ihrer komischen Angst weiterleben. Und das ist okay. Angst ist nur ein Gefühl. Das Problem ist, dass Angst ein Gefühl ist, was dich schwach macht. Das macht dich verletzlich. Und deswegen gibt es 2 Reaktionen von deinem Körper. Das erste ist immer Fluchtinstinkt. Und dann rennst du nach Hause und dann hast du ja immer noch Angst vor dem Islam. Das ändert nichts. Und dann kommt der zweite Schritt. Und der zweite Schritt ist eigentlich sehr schlau. Denn der Körper oder dein Geist oder was immer das ist, packt vor das schwache Gefühl ein Gefühl, das dich wieder stark macht. Und das ist meistens Wut, weil Wut dich zurückkämpfen lässt. Das kennt jeder von uns. Und so werden aus Menschen, die Angst haben, Menschen, die wütend werden. Leute, die Angst haben, nicht genug Geld zu haben oder dass sie sagen, oh, meine Rente wird gekürzt, werden dann wütend auf Flüchtlinge. Und das war auch eine Zeit lang auch noch okay. Und dann wurde es zu viel. Das ist im Moment, es gibt so Orte, da kommst du an den Bahnhof und die Grundstimmung ist... Und zwischendurch habe ich das Gefühl, Leute, du hast das Gefühl, halb Deutschland ist so... So wütend war Deutschland nicht mehr, seit die Bahn 2-mal nacheinander gestreikt hatte. Da gab es zum letzten Mal diesen Volkszorn. Weil die Bahn hatte 1-mal gestreikt. Okay. Und dann nochmal. Warum? Und die Antwort war, dass die Streikenden nicht das Gefühl hatten, dass der Konzern... Ich will nicht Fahrrad fahren! Und das ist okay. Okay. Was ich erschreckend fand, war, dass die Zeitung alle so mitgemacht haben. Also, dass auch die waren alle waren gegen diese Leute. Und ich dachte, warum haben wir denn wirklich so null Solidarität mit dem streikenden Volk? Und die Journalisten sind abgegangen. Und alles, was nicht mehr in die Printausgabe passte, wurde einfach kurzerhand in diese Online-Apps geschissen. Die Süddeutsche Zeitung hatte während des zweiten Bahnsteigs einen 24-Stunden-Live-Ticker. Und es hieß nicht mal Live-Ticker. Es hieß Erlebnisberichte. Denn das sind in unserem Land Erlebnisberichte. Nicht Krieg, Flucht, Hunger, ständige Angst vor Vergewaltigung, sondern Tante Gertrud ist eine halbe Stunde später zur Volksbank gekommen. Und Gertrud war außer sich und durfte einfach nonstop in diese Online-App reinlabern. Weil Gertrud streikt ja auch nicht als Rentnerin. Ja, wie streiken Rentner? Sterben. Das ist das Einzige, was mir bisher eingefallen ist.
Und sie war schon krass. Aber irgendwann kam ihr Mann dazu. Herbert. Herbert hatte gearbeitet. Herbert hatte 45 Jahre gearbeitet, ohne einen einzigen Tag zu streiken. Als Förster. Weil es nicht mal jemandem auffällt, wenn die Förster streiken. Habe ich nie gesehen, dass Gundula Gause in den Tagesthemen ausgerastet ist, panisch, und meinte, das ist die Förster streiken. Leute, alles wächst. Das kann doch so nicht weit. Wir müssen schlichten. Die ganzen Rehe leben. Förster, ey. Und das sind die gleichen Menschen, die jetzt am Bahnsteig stehen und mit dem Krückstock gegen Flüchtlinge wettern. Was okay ist. Es gibt so Leute, ich hasse das, wenn Menschen so sagen, oh ja, der ist gegen Flüchtlinge, er ist ein Nazi. Nein, ist er nicht. Wenn das alles Nazi wären, wäre es einfach. Dann bringen wir die weg, knall die ab, Problem gelöst. Satire. Mein Anwalt meint, ich soll noch sagen, das ist kein Aufruf zur Gewalt. Aber es ist es ja nicht. Ein Drittel von diesen Idioten sind wahrscheinlich Rassisten. Und ein Drittel ist einfach... Und dann gibt es aber ein Drittel, die haben Angst. Und es ist auch dumm zu sagen, es gibt auch diesen Reflex von, sobald jemand sagt, ich bin nicht dafür, dass so viele Flüchtlinge, oh, das ist Hetze. Nein, das nennt man Meinungsfreiheit. Wir haben ja in Deutschland sowas wie Meinungsfreiheit. Also wir haben wortwörtlich sowas wie Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit in Deutschland ist, du darfst jede Meinung haben, die du willst. Außer die 7, die ich hier aufgeschrieben habe, weil die gehen zu weit. Okay. Was? So, jetzt sind das 8, mein Freund. Das kann man so nicht sagen. Und das ist nicht Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist, du darfst alles sagen, was du willst, und der Rest von uns muss dir erklären, wie unwahrscheinlich dumm du bist. Das ist Meinungsfreiheit. Und es ist... Ja, ich weiß, es war politisch. Ich weiß. Und einige Menschen haben zu Recht Angst. Ich meine, fahr mal nach Halle und dann fahr noch mal eine halbe Stunde weiter und dann bist du da, wo niemand hin will. Menschen haben das Gefühl, sie werden vergessen, weil sie vergessen werden. Da gibt es so Gegenden, da gibt es keine Arbeit, die Schwimmbäder sind dicht, die Bibliothekare sind sowieso schon vor Jahren gestorben, da ist nichts. Und wenn diese Menschen nach Dresden gehen und dann sagen, pass auf, wir müssen jetzt schweigend hier durch Dresden laufen und auf dem Plakat steht, wir wollen mehr Geld, dann sollten wir alle mitmachen. Aber das steht dann nicht. Auf dem Plakat steht nicht, wir wollen mehr Geld, auf dem Plakat steht, die, die jetzt kommen, sollen noch weniger haben. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe, wenn du alt und schwach bist, und ich habe Sympathie dafür. Also wenn du alt und schwach bist, dann stell dich in die Reihe zurück und ich kämpfe gerne mit dir, aber nicht gegen ihn. Abgesehen davon, wenn du alt und schwach bist, dann stell dich in die Reihe zurück und halt den Ball flach, mein Freund. Und bete, dass wir morgen als Gesellschaft weiterhin entscheiden, dass wir Alte und Schwache schützen wollen. Weil das ist ja eine Entscheidung, das ist ja nicht normal. Das ist ja nicht natürlich. Was natürlich ist, hatten wir alle in der 8. Klasse, Mittelstufe Biologie. Nennt man Darwinismus oder auch Selektion. Also hoffe, dass morgen noch jemand brüllt, wir brauchen Grippeimpfung. Grippeimpfung ist wichtig für die Alten und Schwachen. Und das stimmt. Aber für die ist Grippe da. Ich weiß, es klingt hart. Aber das ist Natur, Selektion. Wenn es zu viele Hasen gibt, dann sollten da mehr Füchse sein. Und früher hatte die Natur geniale Sachen, um das auszuloten. Es gab Überschwemmungen, Schneelawinen, Feuersbrünste, Erdbeben. Erdbeben war die Natur, die meinte, der Rest bleibt. Das war normal. Und heute hat sie Grippe. Und es reicht nicht, was wir wissen, weil die Natur seit Jahrzehnten in der Ecke sitzt und heult und sagt, Leute, ihr seid zu viele Leute. Versteht ihr das nicht? Gibt es keine Anzeichen? Leute, ihr wohnt übereinander. Antilopen wohnen nicht übereinander. Frag dich, warum. Gib mir die Alten und Schwachen. Menschen, die von sich aus nicht mehr gut riechen, sind schlecht geworden. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich war für Flüchtlinge, nicht gegen Rentner. Ich weiß gar nicht,
welcher Motivation heraus ich jetzt... Ich weiß nicht, dieses Thema wühlt mich immer noch auf. Das Thema ist ja jetzt ist ja nicht mehr so groß in den Medien, weil wir die alle in der Türkei verrecken lassen. Deswegen kommen die nicht mehr hier an und deswegen berichten wir jetzt über andere Sachen, über Bibi und solche komischen Sachen. Aber dieses Thema, ich weiß nicht, ich hab für mich immer das Gefühl, jedes Thema, das mir persönlich wichtig wäre, wird so niedergeprügelt von diesem, oh, die Flüchtlinge. Das ist auch schon länger so. Es fing an nach dieser Silvesternacht in Köln, die Silvesternacht. Und diese Nachricht, die danach darum geht, es war furchtbar. In Köln an Silvester wurden eine Menge Frauen, ich glaube, es sind mittlerweile 500 Frauen, angetatscht, belästigt und teilweise vergewaltigt. Und diese Nachricht ist krass. Und dann kam sie mich dann raus, für viele Menschen war das nicht die Nachricht. Für viele Menschen war die Nachricht, dass es dieses Mal waren es Araber, was ja bedeutet, dass der Araber an sich... Und ich wollte immer sagen, nee, stopp, die Nachricht ist, dass Frauen in diesem Land immer noch nicht so sicher sind. Nein, die Nachricht ist, dass der Syrer... Hör auf damit! Das hilft doch niemandem weiter! Das ist, als würde jemand ein Kind totfahren und alle stehen drumherum und meinen... mit einem Opel. Also, wir brauchen Gesetze gegen Opel. Brauchen wir nicht. Wir brauchen auch nicht Gesetze, wir brauchen einen gesellschaftlichen Umgang, der dazu führt, dass nicht mehr 61% aller über 16-jährigen Frauen in diesem Land mit sexueller Gewalt in Kontakt kommen. Das ist mehr als jede zweite. Und das passiert auch durch Ahmed. Aber auch durch Jürgen. Und solange wir das verheimlichen, ist nicht der große Feind ist der Syrer oder der Moslem. Nein, der große Feind für Frauen ist jeder Mann mit einem Schwanz. Das ist die Wahrheit. Und Menschen haben wirklich Angst. Letztens habe ich gelesen, dass nicht nur, dass Frauen Angst haben, das verstehe ich noch. Es gibt Männer, die lassen ihre Frauen nicht mehr auf die Straße. Weil, kann ich ja nicht. Die sind nicht mehr sicher da draußen. Das ist doch der, da kommt der Syrer hierher, fasst mir meine Frau an. Wolfgang, niemand fasst deine Frau an. Ich bin ganz ehrlich. Sorry. Wolfgang, nicht mal du fasst deine Frau an. Ich weiß gar nicht, woher die sind. Das wäre so schön für die Ingeborg, wenn sie nochmal jemand anfasst. Sind wir uns doch alle ganz... Ich sollte solche Sachen nicht sagen, ich weiß. Auf der Bühne kann man sowas sagen und dann gibt es Applaus, weil das war politisch und alle sind für Flüchtlinge. Das ist okay. Abseits der Bühne ist nicht gut. Vor allem, ich bin nicht gut abseits der Bühne im Reden. Ich meine, ich mache das hier auf der Bühne, das ist eine Überkompensation von, ich habe eigentlich null Selbstwertgefühl, wenn man mich nicht kennt. Es ist zum Kotzen, wenn ich in der Gruppe stehe und niemand weiß, was ich beruflich mache, vor allem, weil der erste Reflex immer der gleiche ist. Du stehst irgendwo und die Frage ist, was machst du beruflich, Moritz? Und ich bin Comedian. Erzähl einen Witz. Nein, warum bin ich der Einzige in dieser Gruppe, der jetzt beweisen muss, dass er seinen Job beherrscht? Warum ist das meine Aufgabe? Ich war noch nie in der Gruppe, wo jemand meinte, was machst du beruflich? Ich bin Tischler. Bau einen Stuhl. Zeig, was du kannst. Und ich rede ja abseits der Bühne nicht anders. Und das ist nicht gut. Vor allem, wenn ich in Gruppen bin, meine größte Angst immer, dass ich irgendwas sage und dann darauf ist das irgendwie zu doll und einen Schritt zu weit und das überschreitet eine Grenze und dann finden mich alle doof. So, davor habe ich Angst. Mein Reflex, habe ich gemerkt, ist, dass ich dann irgendwas sage, was viel zu weit geht, damit die Menschen mich scheiße finden und ich davor keine Angst mehr haben muss. Was für den null Sinn macht. Und ich versuche das zu ändern, aber es ist schwer. Mir fehlt, das ist wie so ein Filter. Also meine Frau ist mein Filter. Ich habe das ziemlich gut. Wenn wir in der Gruppe stehen und ich sage, und sie sagt, nein. Ah. Und dann redet sie und dann haben wir alle noch einen netten Abend. Das funktioniert. Aber ohne das. Ich war an dieser NDR Talkshow. So, und was man sieht, ist diese NDR Talkshow. Was du nicht siehst, sind diese 2,5 bis 3 Stunden, die du da vorher auch schon sitzt. Und alle standen da rum, alle kannten sich auch irgendwie, alle hatten ihre lachsfarbenen Abendkleider an und ihre Sektflöte in der Hand und unterhielten sich über gesellschaftlich hochrelevante Themen. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich stehe seit 1,5 Stunden in der Mitte des Raumes mit einem leeren Glas Apfelschorle und habe noch mit niemandem gesprochen. Und irgendwann war klar, alle gucken auch schon so und fragen sich, okay, wer ist der Dude? Was macht er überhaupt hier? Und irgendwas in meinem Kopf meinte, du musst was sagen, sag was, ist egal was. Es ist nicht egal was. Und ohne diesen Filter, ohne jeglichen Zusammenhang, ohne auch nur einmal nachzudenken, meinte ich in die Stille hinein, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe das Gefühl, meinem Sohn schmeckt mein Penis nicht.
Ja. Mhm. Und das war nicht die Reaktion vor Ort. Die Reaktion vor Ort war nachvollziehbarerweise, dass alle meinten, okay. Okay. Und ich weiß das selber. Ich weiß, das ist kein guter Gesprächsanfang. Und man braucht einige Infos, um zu verstehen, was ich damit meine. Also Punkt 1 ist, ich habe einen Sohn, das habe ich schon erzählt. Punkt 2 ist, ich habe eine Menge Zeit mit diesem Kind verbracht. Was daran liegt, dass meine Frau nach einem Jahr wieder losgegangen ist. Also, was heißt losgegangen? Eine Party, woo! Nein, meine Frau hatte einen Job, bis wir uns kennengelernt haben, da war sie Schauspielerin und dann war nach 6 Wochen ihre Karriere vorbei. Was ich mir, wie mir selber auf jeden Fall lächeln sage, aus 2 Gründen. Erstens, natürlich schäme ich mich dafür, weil ich war ja Teil dessen, dass ihre Karriere vorbei ist. Punkt 2 ist, dass es nicht meine Karriere war. Und wir saßen dann zu Hause und sie war schwanger und sie meinte, irgendwas muss ich danach ja machen. Wir haben hier in Hamburg gewohnt, wunderschön. Und sie sagte, ich möchte gerne meinen Traum verwirklichen und Psychologie studieren. Und dann hat sie sich beworben und gemerkt, in Hamburg gibt es keinen Platz, aber es gab da noch so einen Platz in Bremen. Und deswegen meinte ich, das war jetzt so nicht in meinem Lebens... Ich, auf jeden Fall will ich dich darin unterstützen, deine Träume zu verwirklichen, mein Liebling. Aber du musst auch dran denken, es heißt ja zu Recht Traum und nicht Wirklichkeit. Also, dass du da... Und jetzt wohnen wir in Bremen. Und nochmal, das ist schön. Sehr schön. Und sie ist dann in die Uni gefahren. Sie fährt dann morgens um 8 bis 15:30 Uhr in die Uni und ich hing mit diesem Kind rum. Und das war, klar, es war wunderschön. Das war abenteuerreich und es war auch lehrreich und es war aufregend und lustig und wirklich spannend für eine halbe Stunde. Und dann war es 7 Stunden absurd langweilig. Und Menschen fragen sich, hey, warum das denn? Man kann doch voll mit ihm spielen. Wie spielst du mit jemandem, der da liegt? Was, wie wir spielen? Ich habe ihn ab und zu gewendet und dann, das war's. Das Spiel hieß Die kleine Robbe im Wohnzimmer. Das war meine Idee. Nein, er konnte schon so ein bisschen was. Also meine Frau, die erste Mutter wegfuhr, er war so knapp über ein Jahr alt. Also er konnte laufen, aber eben nicht besonders gut. Und ist oft hingefallen. Und ich habe ihm natürlich beigebracht, es ist völlig okay hinzufallen. Menschen fallen hin. Wichtig ist es, dann wieder aufzustehen. Und zwar so wie Bodenturner, die sich bei Olympia das verkackt haben. Das ist die Aufgabe, mein Sohn. Und das macht er bis heute. Und das ist genial. Also auch heute fällt er noch hin, aber steht sofort wieder auf und macht... Und geht weiter. Und da wurde mir klar, 8 von 10 Sachen, die er kann, kann er nicht, weil er sie können muss, sondern zu meiner persönlichen Belustigung. Er ist mein Spaßäffchen. Was schön ist, weil ihm macht das auch noch Spaß, weil er nicht drüber nachdenkt. Und dann irgendwann hat er angefangen, Sachen zu hauen. Heute weiß ich, das ist normal. Kinder hauen Sachen, um so Oberflächen zu testen. Und ich wusste das damals nicht. Mein erster Gedanke war, fuck, das Gür ist extrem aggressiv. Und deswegen meinte ich sofort, du darfst nicht hauen. Du musst küssen. Und auch das hat er mit einer Begeisterung umgesetzt. Am Anfang war es wirklich niedlich. Dann wurde es komisch. Und dann wurde es auch gefährlich teilweise. Weil er hatte ja kein Limit. Es war so, oh Mama, Papa, Badezimmertür, Armaturenbretter, öffentliches Urinal, Hundeärsche, nonstop. Und irgendwann saßen wir in der Badewanne er nahm meinen Schwanz in die Hand und machte... Und meinte daraufhin, und ich zitiere ihn wörtlich, Und ich saß da und dachte, wirklich? So schlimm, oder was? Das ist jetzt... 14 Tage vorher hat der Typ eine tote Taube geküsst, war begeistert von dem Geschmack. Aber das ist zu doll, oder was? Das ist das dein Ernst? Du verdankst ihm alles. Ist dir das klar? Nein, Papa ist nicht enttäuscht. Papa ist wütend. Und all das konnte ich beim NDR eben nicht mehr erzählen. Keine Zeit dafür.
Ach, scheiße. Ich weiß, ich muss daran arbeiten. Ich brauche so einen Filter. Ich muss irgendwie, ich weiß, mittlerweile, ich bin ja alt genug. Ich weiß ja schon, ich weiß ja, was falsch läuft. Also ich weiß, Gespräche sind einfach nicht mein Ding. Das Schlimmste ist, und jeder kennt das, du siehst jemanden und du hast sofort ein Bild von dieser Person. Und du packst so eine Schublade und weißt, ah, der ist bestimmt so, so und so. Und dann redest du mit ihm und mitten im Gespräch merkst du, oh, der ist ja ganz anders. Und dann redet man einfach weiter. Ich nicht. Ich merke, oh, der ist anders. Oh, dafür weiß ich jetzt gar nicht, ich habe gar nichts vorbereitet. Und dann gehe ich einfach weg, mittendrin. Egal, was passiert. Und das ist nicht gut und ich weiß das. Ich habe auch zum Beispiel, es gibt mehrere Sachen, die ich nicht kann. Es gibt eine Menge Sachen. Ich dachte zum Beispiel jahrelang, ich bin einfach so ein Typ, ich habe einfach wenig negative Gefühle. Ich bin einfach jemand, der hat einfach wenig schlechte Gefühle. Und irgendwann habe ich gemerkt, natürlich ist das Bullshit. Natürlich verdränge ich einfach jedes negative Gefühl. Weil es ja viel einfacher ist zu denken, macht das Spaß? Nein, dann gehe ich Trampolin springen. Okay. Und das ist nicht gesund. Und ich weiß, ich muss anfangen, dass, weil irgendwann wirst du krank und dann kriegst du Krebs und dann stirbst du und weil du das alles ein... Das ist nicht gut. Aber es ist schwer. Es ist schwer, hinter die eigentlichen... Es ist schwer, ein Gefühl zu haben, das du dir nicht ausgesucht hast. Und das sich einzugestehen. Ich habe zum Beispiel am Anfang dieses Programms auch gesagt, ich hasse und verachte junge Leute. Und natürlich stimmt das nicht. Natürlich ist es nicht Hass und Verachtung. Natürlich ist das in vielen Fällen blanker Neid auch viel. Ich bin neidisch auf jeden Menschen, den ich von hier aus sehe, der ungefähr in meinem Alter... Wie alt bist du? 28. 28, ungefähr so alt wie ich. Hast du schon ein Kind? Nee. Nein. Sein Leben ist der Shit. Natürlich bin ich neidisch auf sein Leben, auf seinen ganzen Tagesablauf. Weil er wacht morgens... Was machst du beruflich? Student. Er hat nicht mal einen Job. Er ist Student. Er lebt den verfickten Traum. Was studierst du? Sport. Wie gut ist das? Sein Tagesablauf. Sein Tag beginnt nämlich dann nicht morgens um 6:30, weil jemand ins Zimmer kommt und meint, spielen! Sein Tag beginnt um 12.30 Uhr. Weil er aufsteht und merkt, ah, ich hätte eigentlich Uni gehabt, aber ich glaube, ich weiß auch morgen noch, was ein Ball ist. Ich glaube, dass ich heute ausfallen lassen kann. Außerdem merkt er, sein Mitbewohner hat noch Gras da. Also, das heißt, das Geräusch seines Vormittags ist nicht, das Geräusch seines Vormittags ist. Und dann guckt er 6 Stunden lang Grey's Anatomy. Weil eigentlich wollte er Arzt werden. Eigentlich sieht er sich eher so als McDreamy, aber der Schnitt reichte gerade für Sport. Das ist das, was reichte. Wieso, wie neidisch ich auf ihn bin? Ach, natürlich. Abends. Sein Abend heißt nicht, ich breche um 7:30 ohnmächtig auf dem Wohnzimmerteppich zwischen Plüschfiguren zusammen. Sondern sein Abend heißt, ach, warte mal, wir haben ja Donnerstag. Ist ja gar nicht Donnerstag. Es ist ja Tanzdonnerstag. Also geht er tanzen. Wie gut ist das? Aber nüchtern, weil er meist, morgen ist was mit Schlägern und da war ich noch nicht so gut drin. Also morgen gehe ich in die Uni, auf jeden Fall. Bis so ein Typ kommt, den er gar nicht kennt, aber der kommt so mit sehr vielen Dreadlocks und meint, ich habe so einen Haufen Pillen auf dem Boden gefunden. Willst du die Hälfte? Und natürlich merkt er sofort, kann ja nicht machen, kann ja jetzt nicht Drogen nehmen. Ab morgen früh habe ich ja wieder Verantwortung für ein anderes Nein, hab ich nicht! Bam! Völkerball! Und geht ab. Bis so kurz vor Ladenschluss, bis er merkt, oh, es ist fast vorbei. Aber für mich ist noch nicht vorbei. Irgendwo muss er noch rein. Wer will heute mein Turnbeutel sein? Aber merkt ja auch sofort, kann ja nicht machen. Ich bin ja verheiratet. Ich kann ja jetzt nicht irgendwie darauf, ich muss darauf achten, dass nicht ein Seitensprung meine... Nein, bin ich nicht! Ich nehme sie und ihn. Warum nicht? Oh Gott, ist dein Leben gut. Ich liebe dein Leben. Also lässt er sich bis mittags um 6:30 dübeln oder was ihr jungen Leute dazu sagt. Ich bin da schon lange raus.
Und natürlich bin ich neidisch auf sein Leben. Ist genau so war mein Leben, ohne den Sex. Aber der Rest war genauso. Und natürlich bin ich neidisch darauf, dass er dann auch irgendwie merkt zu Hause, oh, es war schon wieder, ich war schon wieder nicht in der Uni. Ich glaube, es gibt morgen immer noch Tennis. Ich weiß, ich bin mir relativ sicher, das ist im Kommen. Es ist relativ im Kommen. Außerdem ist noch Gras da. Also kifft er noch ein bisschen, bis er irgendwann so um 16:30 Uhr mitten am Tag merkt, ich glaube, ich gehe schlafen. Ich glaube, ich gehe mitten am Tag schlafen. Natürlich bin ich neidisch auf sein Leben, dass er sich dann ins Bett legt und unter Licht. Und dann merkt, er kann nicht einschlafen. Weil er auch, natürlich merkt er auch ziemlich schnell, dass es, dieses Bett ist so leer. Dieses Bett ist leer. Dieses Bett ist so leer wie sein Leben im Grunde genommen. Es ist, ja, ja. Weil niemand ihn braucht. Ja, ich weiß. Ich weiß, weil niemand dich liebt. Weil niemand ihn so sehr als Mensch wertschätzt, dass er ihn auch als Vater und Ehemann sieht. Niemand. Ja, genau. Dein Leben ist so kacke, ey. Das nennt man Verdrängung. Das ist das, was passiert, wenn ich nicht aufpasse. Deswegen, nein, ich bin sehr neidisch. Das macht mich sehr neidisch. Und so rede ich mit Leuten und nicht nur auf der Bühne. Und ich weiß, das ist nicht gut. Und deswegen übe ich das. Ich rede mittlerweile gezielt mit Leuten. Das ist meine eigene Hausaufgabe, wo ich denke, check, ich habe mit jemandem gesprochen. Das geht da drin ab. Das ist nicht cool. Ich war in Jena. Warum? Aber ich war in Jena. Und ich wusste ja, wo ich hin muss. Ich hatte diese Adresse, Sonnenallee 9. Und ich hätte einfach mein Handy gucken können, weil da ist so ein Navi drin. Aber ich dachte, nein, ich frage einen Taxifahrer. Weil dann habe ich ja mit jemandem gesprochen, mit dem ich nicht hätte sprechen müssen und war so stolz auf mich. Und jetzt zu diesem Taxifahrer. Und der Taxifahrer war Taxifahrer. Der Typ war durch und der Typ war so wie man, weißt du, so Mitte 70, hätte seit 10 Jahren nicht mehr arbeiten müssen, aber wahrscheinlich ist sein Sohn crack-abhängig und er muss noch ein paar Nachtschichten bezahlen, weil er muss die Therapie irgendwie finanzieren können. Na, so eine Riesenplauze, so ein Haarkranz, der ausfällt, während man dabei zuguckt. Die Hälfte der Zähne im Maul vergammelt, die anderen auch schon lange nicht mehr. Taxifahrer eben, wir kennen sie alle. Ist nur ein Witz für alle noch Germanistik-Studenten. Nur damit wir das etabliert haben. Und ich ging zu ihm und meinte, Diggi, hallo, ich muss zur Sonnenallee 9. Wo muss ich denn da hin? Und seine Antwort war, ja, gehst du da lang, das sind 10 Minuten. Wobei mit den süßen Beinchen brauchst du 7, mein Spätzchen. Und das war krass. Das war nicht das Bild, das ich von ihm hatte. Ich habe schwule Freunde, aber die sehen nicht so aus. Und ich war überfordert, weil es waren so viele Gefühle, die auf mich einstürmen. Es war Überraschung, es war, wenn ich ehrlich bin, auch wirklich ein bisschen Angst. Es war eine Menge Stolz. Und alles, was ich sagen wollte, war, oh, vielen Dank für das Kompliment, dann gehe ich da mal hin. Ich bin nicht, aber danke für das Angebot. Was ich sagte, war, und dann bin ich gegangen, so wie immer. Ich habe nichts dazu gelernt. Aber ich habe gemerkt, mein erster Gedanke war, hoffentlich guckt er mir auf den Arsch. Hoffentlich macht er das. Gefolgt von dem Gedanken, hoffentlich nicht, weil wie geht man eigentlich sexy? Ich war nie, ich hab nie doch. Das war komisch. Und ich habe natürlich sofort meiner Frau davon erzählt, als sie zu Hause war. Und es gibt dieses Klischee von so Leuten, die anfangen, Psychologie zu studieren, dass sie sich krass verändern. Und bei meiner Frau stimmt das absolut. Meine Frau hat sich zum Beispiel, sie hat sich nie an Träume erinnert, ihr ganzes Leben nicht. Bis zu ihrem ersten Tag, im ersten Semester Psychologie. Seitdem erinnert sie sich an jeden Traum mit dem einzigen Sinn und Zweck, mich morgens um 3:30 zu wecken, mir das zu erklären und dann analysieren wir das und dann schläft sie wieder ein. Das ist unser Morgenablauf. Meistens ist sie wütend, weil rauskommt, Moritz hat in 8 von 10 Träumen irgendwas fundamental Dummes gemacht. Und einmal war das krass. Einmal kam sie, ich weiß nicht, sie hat irgendwas geträumt und sie kam davon nicht runter. Sie wachte auf und sie war so wütend auf mich und warf mir dieses Kind zu und ging wütend duschen, hat wütend ihr Brötchen beschmiert und fuhr wütend in die Uni. So dass ich da saß, 7,5 Stunden und mich fragte, was hat sie geträumt? Weil das muss ein krasser Traum gewesen sein. Und ich kenne auch Albträume. Und wenn sie meine Albträume hat, dann kann ich auch einen Teil davon nachvollziehen. Es gibt furchtbare, ich habe auch schon furchtbare Träume gehabt. Stell dir vor, sie träumt 8 Stunden. Und davon muss sie 7,5 Stunden zugucken, wie ich unser Kind vergewaltige. Den Traum hatte ich mal. Das ist ein furchtbares Gefühl. Voll. Aber dann wachst du doch auf. Das ist das erste Mal, dass jemand an der Stelle lacht. Das war vorher noch nicht der Fall. 7,5 Stunden. Wer ist...
Nein, das ist ein furchtbarer Traum. Und ich verstehe auch, dass man aufwacht und dann wütend ist. Aber dann muss man doch merken, das ist mein Ehemann, das ist Moritz. Ich sag's dir gerne nochmal, ich erzähle Witze. Ich gehe ja nicht jetzt, als würde ich jetzt nach Hause fahren und dann mein Kind anfassen. Ich weiß ja nicht mal, was er mag. Ich würde schon warten, bis man so eine Basis zusammen erarbeitet, weil ich meine, das ist ja, das muss ja beiden sein. Okay, und dann kam sie nach Hause und war immer noch wütend. Ich meine, was hast du geträumt? Und die Antwort war, du hast die ganze Wollwäsche klein gewaschen. Und ich habe mich noch nie so verheiratet gefühlt wie in diesem Moment. Weil ich dachte, das ist das Schlimmste, was... Die ganze Wollwäsche! Ja, okay, das war das Schlimmste für sie. Seitdem vermöbel ich sie mittwochs, damit sie merkt, dass es Schlimmeres gibt als... Was nicht stimmt. Was nicht stimmt. Was vor allem daran liegt, dass man das ihr nicht ansieht, aber sie ist körperlich um einiges stärker als ich. Und das haben wir getestet und das war nicht gut. Das war nicht gut. Und ich habe ihr erzählt von diesem Taxifahrer und sie hat natürlich sofort darüber geträumt. Und in ihrem Traum saßen wir drei am Tisch, meine Frau, mein Sohn und ich. Und anscheinend sprang ich mittendrin auf, weil ich in der Sekunde merkte, ab jetzt bin ich ja bisexuell. Und das Erste, was ich daraufhin sagte, war in ihrem Traum, das ist ja super anstrengend. Und dann wachte sie auf und weckte mich morgens um 3:30, um mir das zu erzählen. Ich meine, Punkt 1 ist, warum erzählst du mir das? Punkt 2 ist, warum waren das meine ersten Worte? Ich meine, keine Ahnung, es war ein Traum, was wären deine ersten Worte? Und darüber habe ich länger nachgedacht. Weil das irgendwie ist ja schon eine spannende Frage. Ich habe wirklich 3 Tage lang überlegt, okay, was würde ich, weil ich weiß natürlich im echten Leben, man sucht sich das nicht aus und man merkt es auch nicht mittendrin, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier stünde und ich merkte in dieser Sekunde, von jetzt an bin ich bisexuell, von jetzt an stehe ich auch noch auf Männer. Das Erste, was ich denken würde, wäre, glaube ich, das ist ja super anstrengend, ey. Weil ist es ja. Ich bin dann ja wieder 13. Männer bestreiten das gerne, aber 13 ist der Punkt, wo du zum ersten Mal merkst, da gibt es Mädchen. Und alles, was du von da an lernen möchtest, ist, dass du vielleicht irgendwann so mit ihnen reden kannst, dass sie danach mit dir schlafen. Das ist alles. Und mit Jungs meine ich alle Männer, bis sie tot sind. Das ist das einzige Ziel, das wir haben. Es ist furchtbar und eklig, ich weiß, und sexistisch, aber das ist das Ziel. Und das habe ich nie. Ich bin dann nicht gut. Ich bin genau in diesem Thema bei locker 4 von 4 Fällen gescheitert. Wenn ich ehrlich bin, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie Sex, weil ich das angesprochen habe. Ich bin schon in Smalltalk nicht gut. Das Gespräch ist noch weirder. So, weil stell dir vor, das ist ich gehe in einen Club oder was und dann rede ich, weiß nicht, mit dir. So, und ich gehe auf sie zu und dann nicht, weil ich irgendwie denke, oh, die hat bestimmt Intellekt, sondern weil er meint, rein da. Das ist alles. Das ist meine Basis. So, das weiß ich und das weiß sie ja auch. Sie sitzt ja auch nicht da und denkt, ach guck mal, der möchte sich doch bestimmt über Goethe unterhalten. Das ist doch das Ziel heute Abend. Nein, sie weiß ganz genau, ich will sie bumsen. Ich weiß, ich will sie bumsen. Das ist das Fundament unseres Gespräches. Mein einziger Vorteil ist, dass ich wenigstens weiß, dass ich sie mit jedem meiner Worte etwas überrede, was vor allem mir Spaß macht und ihr nicht so viel, weil ich darin am Ende dann nicht ganz so gut bin. Und dieses Lachen ist jeden Abend zu leise. Und wenn Menschen lachen, dann meistens Frauen. Und ich glaube das nicht daran, dass jeder Mann locker 3 Sekunden braucht, um zu denken, das ist nur sein Problem, ich bin ein Tier im Bett. Er spricht nicht für uns alle. Mit welcher Arroganz Männer jeden Tag wieder behaupten, ich bin der Stecher vor dem Herrn. Woher nimmst du diese Info? Du, meine Freundin, hat Angst vor dir. Ich finde das so komisch. Das ist meistens ist es in der Bahn im Bordbistro, Freitagnachmittag. Da ist immer so eine Gruppe von Männern, immer am besten mit Hemdkragen, aber über dem Polunder, aber ein Becks in der Hand, weil heute fahren wir zum Fußball. Und letztens stand ich dann im Bord und da war auch diese Gruppe und daneben stand so eine Gruppe von vielleicht 3 oder 4, lass es 13-Jährige gewesen sein, auf Klassenfahrt. Und einer aus dieser Bechstruppe meinte, ohne nachzudenken, wer das noch hört, na, hab ich gestern diese Alte mit nach Hause genommen, ne? Hab ich sie 1 Stunde gebumst, hab ich sie rausgeworfen. Also war es an mir aufzustehen und zu fragen, wie? Nee, im Ernst! Wie? 1 Stunde! Wie war der zeitliche Ablauf in deinem Schlafzimmer gestern Nacht? Nee, wie? Standet ihr 58 Minuten in 2 Ecken des Zimmers, dann ging's los und nach 2 Minuten war es eine fucking Stunde, oder was?
Warum lügt? Alle wissen, er lügt. Weil alle Frauen immer teilweise... Alle wussten das. Außer diese kleinen Jungs. Was aus den Jungs, aus den Augen dieser kleinen 13-jährigen Jungs triefte, war schiere Panik. Weil die da saßen und dachten... Wie? Eine Stunde? Das nicht... Eine Stunde! Weil natürlich, niemand klärt diese Kinder auf, denn in 2 Jahren haben sie in Bio mehr schlecht als recht so Aufklärungsunterricht und alles, was die bisher von Sex wissen, ist, dass sie seit 4 Jahren Pornos gucken auf dem Schulhof. Das heißt, deren einziger Informationsstand beim Geschlechtsverkehr ist, zu sehen, ich habe einen Penis und alle anderen Männer haben augenscheinlich 3 Beine. Das ist der Normalfall. Und damit klopfst du an eine Frau und dann macht sie eine Stunde Also musste ich sagen, nein, er lügt. Alle wissen, er lügt. Sex ist nicht eine Stunde. Sex ist... Hast du ein Taschentuch? Das ist Sex. Und das ist okay. Warum kann man das nicht zugeben? Ich hatte in meinem Leben 4 One-Night-Stands. Wie gesagt, alle nicht, weil ich das zur Sprache brachte. Alle deswegen, weil irgendwelche Frauen meinten... Und ich dachte, besser als nicht. Und selbst da, nach jedem Mal, ich finde das Konzept von One-Night-Stand ist dieses, wir haben einmal Sex und nie wieder. Warum? Das ist, macht bei mir wenig Sinn. Ich brauche ein paar Dutzend Male, um reinzukommen. Ich bin jemand, ich stand jedes Mal nach diesem One-Night-Stand vor dem Bett und meinte, das war's schon. Entschuldigung. Und das ist okay, das ist okay. Das wird dir auch passieren. Aber ganz im Ernst, ich bin jetzt verheiratet. Jetzt sag ich, das war's, aber das weißt du ja. Und dann gehe ich lesen oder mach Sachen, die ich machen wollte eigentlich. Und jetzt stehe ich hier und merke, ich bin ja bisexuell. Ich habe nur diese eine Hälfte der Bevölkerung, bei der ich komplett gescheitert bin. Ich habe noch eine ganz andere Hälfte, bei der ich noch mehr scheitern werde. Weil wie soll ich da punkten? Ich habe es nicht mal geschafft, mit Menschen zu schlafen, die körperlich schwächer sind als ich. All das habe ich meiner Frau erzählt. Und ihre einzige Frage ihrerseits war, was für einen Mann würdest du dir suchen? Und das ist eine Frage, über die habe ich zu lange nachgedacht. Das war nicht... Da habe ich mich sehr, das waren mehrere Wochen, in denen ich mich in diese Frage vertieft habe. Und es kam immer wieder zu Punkten, wo ich ihn anscheinend in die Leere starrte und jemand fragte, woran denkst du? Und ich meinte, nichts, Pimmel, Spargel, was? Shit. Was? Aber es ist ja eine interessante Frage. Ich finde, jeder Mann sollte dieser Frage nachgehen. Das ist ja niemand, es muss ja niemandem was angehen, was für einen Typen Mann ich suche. Aber was ich will... Ich will so einen Bär. Ich will so jemanden, der so einen Kopf größer ist als ich. Und er soll muskulös sein, aber auch ein bisschen schwabbelig. Was? Er soll mich beschützen können, aber nicht zum Sport zwingen. Das ist das, was ich möchte. Und das hört da nicht auf. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber er soll einen gut gepflegten Vollbart haben. Aber eine Glatze. Und zwar nicht so eine Glatze, weil ihm fallen die Haare aus, sondern er könnte eine Menge Haare haben, aber braucht er nicht. So eine Glatze, dass er die abmacht, er macht die Haare ab, um nicht so verstörend schön zu sein. Das ist, was ich will. Und auch da hört es nicht auf. Emils Hobbys sind voll. Er heißt Emil, ich weiß nicht, aber er muss Emil heißen. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber sobald mir ein Emil die Hand schüttelt, kriege ich einen Halbsteifen und mein erster Gedanke ist, lass mich dein Detektiv sein. Und mit Emil würde ich zurück nach Schleswig-Holstein ziehen, weil Emil mag es vor allem, Emil mag das schlechte Wetter, vor allem, weil er mag lange Regenspaziergänge. Okay. Und dann kommen wir nach Hause und dann muss er mich trocken rubbeln und dann macht er Kakao mit Marshmallows und wir gucken meine Lieblingsfilme am Kamin. Wir haben Kamin. Vor allem, damit er Holz hacken kann, wenn ich ganz ehrlich bin, deswegen... Und das ist alles, was ich will, mit ihm auf diesem Sofa sitzen. Und dann möchte ich, dass er mir sagt, dass ich schön bin.
Warum hast du Nonsens? Nein, eigentlich stimmt, ich weiß, wie ich aussehe. Er muss jetzt nicht erzählen. Er soll mir einfach nur sagen, dass ich genüge. Ich will doch einfach nur in Emils Azur und blauen Augen genügen. Und ich möchte das hören. Und ich möchte auf einmal weinen. Weil ich auf einmal kann ich das. Ich kann auf einmal vor anderen Menschen weinen. Und Emil weint auch, weil er weiß, wie groß der Schritt für mich war, vor anderen Menschen zu weinen. Und dann lächeln wir, und er wischt mir die letzte Träne aus dem Gesicht. Und wir nicken. Und er dreht mich um und rammt mir seinen gewaltigen Schwanz in den Arsch. Ist das zu viel verlangt? Ich meine, ist das... Aber wo findet man solche Männer? Oh, das ist ja super anstrengend. Und seit ich auf der Bühne zugebe, dass das eine tatsächliche Fantasie ist, es ist nur eine Fantasie, mehr nicht, aber seit ich das habe, bekomme ich Zuschriften von Menschen. Genau, der große Teil schreibt, Digi, ich kenne genau den richtigen Typen für dich. Und dann haben mir mal zwei Männer geschrieben, das war hoffentlich ein Witz, ne? Weil dir ist schon klar, das ist derbe unmännlich. What? Was ist männlicher als Sex mit Emil? Digi, du fickst einen Bären. Und ich muss feststellen, viele Menschen haben, oder vor allem viele Männer haben wirkliches Problem mit ihrer Männlichkeit. Zum Beispiel ich guck mich an, natürlich. Und früher war das einfacher. Ich glaube, es gab mal so eine Zeit, das ist gar nicht so lange, 30 Jahre vielleicht, und da war klar, guck mal, das sind Männer. Und dann haben aber viele von uns gemerkt, das ist gar nicht so männlich. Vieles von dem ist absurd sexistisch. Und deswegen wollten wir aufhören damit. Und dann gab es so Lücken in diesem Männlichkeitsding, dass wir... Und dann musste man Sachen suchen. Ich habe das Gefühl, viele Männer wurden panisch und haben einfach das Erste genommen, was da war, weil sie Angst hatten, länger zu suchen. Oh, das ist eine... Fußball! Wirklich. Fußball. Ja, klar. Ole, ole. Halle Maul. Ole, ole. Meine Mannschaft hat eine andere Farbe an als deine Mannschaft. Ole, ole. Ole, ole. Weil der Typ, der aus dem Senegal in meine Stadt gezogen ist, ist schneller als der aus Brasilien in deine Stadt gezogen ist. Schland, ole, ole. Wirklich, das reicht, das ist wirklich... Such weiter, wirklich, tu wenigstens so. Ich weiß, das ist schwer, was zu finden. Und das früher musste man das nicht. Früher war es relativ simpel. Ganz früher war es so Ritter. Und das war's. Du hattest ein Schwert. Niemand kam und meinte, Mama, 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 Mama. Und du machtest. Und dann war er tot. Und alle anderen Männer meinten. Und das war's. Das kann ich. Und du musst nicht mal so weit zurückgehen. Es ist nicht mal so lange her. Es ist nicht so lange her, dass Menschen auch in diesem Land losgerannt sind und haben Essen besorgt für ihre Familie. Und zwar nicht mit Witzen, sondern mit Gewehren. Leute, Männer sind in den Wald gegangen, haben so riesige Hirsche angeschossen, nur angeschossen. Deswegen mussten sie noch zwei Tage seine Blutfährte verfolgen mit den ganzen Leuten aus dem Dorf und diesen geilen kleinen Hunden und meinten, lauf, Jackie, lauf! Und haben dann zwei Tage lang dieses Blut, das ist noch warm, Meister, und sind dann da lang gelaufen. Irgendwann haben sie diesen Hirschen auf so einer Lichtung gestellt, der auch schon so... Aber weil das Schießpulver nass geworden war, mussten sie diesen Hirschen an dem Geweih zu Boden drücken und den Bauch mit dem Messer, das sie aus den Knochen jetzt an Tuberkulose gestorbenen Erstgeborenen geschnitzt hatten, die Bauchhöhle auftrennen, die Herzen essen. Das war männlich. Wie oft mache ich das? Maximal zweimal im Jahr. Und ich wohne in Bremen. Mit Wald meine ich Stadtpark. Mit Rehe meine ich Obdachlose. Ich liebe es, dass das jeden Abend, das ist die Stelle, wo die meisten Menschen meinen, und dann gab es einmal den Punkt, dann stand eine Frau auf und meinte, das ging zu weit. Meine, wirklich, alles davor war cool, aber das war die Linie, wirklich. Und natürlich kam raus, das ging für sie zu weit, weil sie war persönlich betroffen und deswegen ging es für sie zu weit, was ja klar ist. Und sie meinte, ey, ich arbeite mit Obdachlosen. Und an diesem Thema ist nichts lustig. Das sind Menschen wie du und ich. Und ich meinte, na, ich habe eine Wohnung. Also das ist schon,
Ich sag nur, dass es fundamentale Unterschiede gibt. Eine Freundin von mir meinte irgendwann auch, ohne Zusammenhang, Obdachlose sind viel wie Bäume. Ich meine, nein, ich sehe da nicht eine einzige Gemeinde. Doch, die sind immer draußen. Und natürlich fand ich das lustig. Aber natürlich habe ich mir dieses Lachen verkniffen. Einfach, weil dieser Witz, meiner Meinung nach, dieser Witz war, ist extrem politisch inkorrekt. Und politische Korrektheit, das ist ein Thema, das mir persönlich... Bullshit. Ich wäre voll für politische Korrektheit, wenn es bedeuten würde, komm, ab heute behandeln wir Menschen politisch korrekt. Heißt es nicht. Politisch korrekt sein heißt, komm, wir sagen Sachen nicht mehr laut. Und es ist okay, dass es so Gruppen gibt, da ist das angebracht. Und ich hatte das ja, wie gesagt, auch. Dann habe ich Zivi gemacht und gemerkt, okay, anscheinend braucht man das nicht haben. Weil vor allem habe ich das Gefühl gehabt, die Menschen, die davon betroffen sind, die konnten darüber lachen. Viele haben nicht. Ich war mit Freunden unterwegs, wirklich 3 Wochen nach dem Zivi. Und wir waren in so einem Club. Und ich meinte, was sollen wir hier im Club? Ich hasse Clubs. Ich hasse es zu tanzen, ich hasse es zu saufen, ich hasse es zu schwitzen. Ich fühle mich hier fehl am Platz wie ein Rollstuhlfahrer beim Hürdenlauf. Können wir irgendwo hingehen, wo ich mich besser fühle? So. Und dann war eine Freundin von mir da, die meinte, was hast du... Das kannst du doch nicht sagen. Das ist ja widerlich. Und ich musste erst überlegen, weil ich war frisch aus dem Zivi. Ich kannte den Spruch aus dem Zivi von dem Rollstuhlfahrer. Ich kenne eine Menge Rollstuhlfahrer. Und jeder von denen fühlt sich fehl am Platz beim Hürdenlauf. Es ist... Das ist eine Tatsachenbeschreibung. Und sie hörte nicht auf und meinte, nein, das ist abartig. Mir wird richtig schlecht, wenn ich das höre. Das ist erniedrigend, so zu reden. Das ist erniedrigend. Du nimmst Menschen das Recht, Sachen zu machen, weil sie anders sind als du, oder was? Ich meine, hörst du dir selber zu? Rollstuhlfahrer sind nicht beim... Das ist nicht... Weißt du, es wäre erniedrigend, wenn sie mitmachen müssten. Das wäre erstens erniedrigend und zweitens der einzige Grund, warum ich nächstes Mal auf jeden Fall Olympia gucke. Weil das ist eine Show, die ich nicht verpasse. Stell dir das vor, da stehen diese 7 Leute, da stehen 7 Leute. Alle sehen aus wie Usain Bolt. Alle sehen aus wie so Leute aus einem Leni Riefenstahl Porträtfilm, eins der früheren Werke. Außer an Position 4. An Position 4 ist Basti. Und Basti meint schon von sich aus, Jungs, das ist nicht meine Kategorie. Ich meine, ich danke für die Einladung, aber nicht, also, hä? Aber du bist doch nicht schlechter als andere Menschen, Basti. Das weiß ich. Ich sage ja nur, dass das nicht beweist, dass es so ist. Reißt du dich mal zusammen hier, mein Freund. Wir machen das hier vor allem für dich, ist das klar? Hast du nie was gehört von Inklusion, Basti? Behinderung beginnt im Kopf, Sebastian. Okay, krass. Krass. Ja, ich will jetzt auch nicht eine Strafe zahlen, wenn ich nicht mitmache. Ich kenne ja die Regeln nicht. Ich bin nur hierher gekarrt worden. Ich habe keine Ahnung, was ich... Ich will ja auch nicht der Einzige sein, der Inklusion hier im Wege sitzt. Also, klar, mache ich dann... Okay, ich meine, das ist ja auch nett. Dabei sein ist ja alle... Also wie gesagt, ist ja auch schön, dass ich... Aber ich glaube nicht, dass das mein... Scheiße, wirklich? Können wir... Haben das irgendjemand weg? Und das wäre erniedrigend. Und deswegen machen wir das nicht. Und ich kann verstehen, es war schön, dass heute gelacht wurde, dass es Applaus gab. Es gibt immer wieder Abende. Ich kann verstehen, wenn Menschen diesen Witz nicht hören wollen. Und ich finde es auch okay, dass Menschen sich immer wieder beschweren. Jeder Mensch hat das Recht, sich über diesen Witz zu beschweren. Wenn er körperlich behindert ist. 3-mal ist es bisher vorgekommen im letzten Jahr. 3-mal stand hinten ein Typ auf und meinte so, das geht zu weit. Ich meine, woher weißt du das? Du stehst. Und er sagte das nur, weil hier vorne ein Rollstuhlfahrer saß. Im E-Rolli, so ein riesen Ungetüm. Und er meinte, da ist jemand, der ist betroffen, sitzt direkt vor dir. Siehst du den nicht? Und ich meine, das ist schwer zu übersehen. Das Ding ist gigantisch groß. Abgesehen davon, hör auf damit, er bepisst sich vor Lachen. Wortwörtlich. Hat jemand Katheter? Weil das ist auch nicht schön, was hier passiert. Wirklich. Das stinkt. Ich hasse es, wenn Menschen dazwischen rufen, ey.
soll das Gefühl haben, ich habe auch was zu sagen. Nein. Deswegen sitzt du da unten, weil du belustigt werden musst. Es ist gemein, aber es ist so, erstens ist es immer das Gefühl von, wenn Leute irgendwie so, ich habe auch noch was Lustiges zu sagen. Ja, du schmälerst meinen Beruf. Ich gehe auch nicht in den Krankenhaus und meint, du, ich würde auch gerne mal so ein Herz operieren. Können wir doch nochmal vielleicht, hör auf damit. Es ist wirklich selten, dass die Zwischenrufe lustig sind. Einmal war es der Fall, einmal stand eine Frau auf, in diesem Programm, ganz am Anfang, als ich meinte, wer wohnt in Glashäusern? Und sie stand sofort auf und meinte, Tomaten. Ja, das kommt hin. Und dann ging sie weg. Was ich anscheinend dachte, und besser wird's nicht heute Abend. Und so viel Selbstbewusstsein, das muss ich appreciaten. Das ist genial. Ansonsten, wenn du die Respektlosigkeit besitzt, reinzurufen, dann hab wenigstens was von Bedeutung auf Lager. Ich möchte von einem erzählen, und danach ist Schluss, ich möchte von einem erzählen, den ich immer als Ende setze, weil das war eine krasse Erfahrung für uns alle. Ich habe gespielt und das war ein Theater. Und ganz rechts saß ein älterer Herr, locker Anfang 40. Und der ist Anfang 40 ist doch kein Alter. Doch. Ja. Und ich finde es schön, dass viele von euch auch wirklich weit drüber sind und sich auf den weiten Weg hergemacht haben, um auch weil viele von euch die nächste DVD nicht mehr miterleben werden. Und das ist natürlich... danke. Der Typ stand auf und ging los. Aber nicht da lang, wo er saß, sondern er ging durch die komplette Reihe. Und alle mussten für ihn aufstehen. Ich meinte, Entschuldigung. Kurz vor Schluss der Reihe merkte er, oh, ich habe was vergessen. Und drehte sich wieder um. Und alle mussten wieder aufstehen. Dann fühlte er ewig in seiner Tasche und meinte, und ging wieder los. Und alle mussten wieder aufstehen. Das dauerte locker 3-4 Minuten, weil er auch so langsam ging. Und irgendwann guckte das ganze Publikum dahin und nicht mehr zu mir. Und ich wurde so wütend darüber, weil ich dachte, wo ich zu ihm meinte, das ist so respektlos. Was hast du vor? Wo willst du hin? Guck, die Bar ist zu. In 10 Minuten ist Pause. Was ist dein Ziel? Und er hatte so eine Art Zwischenruf in dem Moment und das war wenigstens was von Bedeutung, weil er meinte, pass auf, mein Sohn ist dann im halben Jahr tot und ich möchte nicht hören, wie lustig das mit deinem ist, wenn es okay ist. Und ging weiter. Und das war ein krasser Moment für das Publikum vor allem. Weil ich glaube, viele da jetzt verstanden haben, oh, Witze können verletzen. Menschen sind verletzt von Witzen. Natürlich weiß ich das. Ich mache das seit 10 Jahren. Ich habe eine Menge Mails und Briefe, die das belegen. Aber solange ich mehr Mails und Briefe von Betroffenen habe, die mir schreiben, mach das. Das hilft auch auf seine Art und Weise. Lachen ist für viele Menschen, vor allem für betroffene Menschen, einfach eine Form von Umgang, um über ein trauriges Thema nicht nur traurig sein zu müssen, sondern auch lachen zu können. Das hat das Publikum aber in dem Moment nicht gecheckt. Und ich dachte, okay, dann muss ich mich jetzt für alle entschuldigen. Und meine Entschuldigung, ich wusste ja nicht, es war ja nicht persönlich gegen dich. Ich wollte jetzt einmal sagen, dass es mir leid tut. Und er blieb stehen und meinte, ha, ich gehe pissen. Also Applaus für diesen Mann, meine Damen und Herren. Das war's von mir. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Jahr. Oh Gott. Ihr könnt aufhören. Hier ist ein Cut. Lass alles nicht mehr mit drauf. Oh Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe mich mittendrin, ich kam kurz raus, weil ich dachte, was ist, wenn jemand das jetzt gar nicht aufnimmt? Was ist, wenn jetzt irgendjemand nachher merkt, oh shit. Und dann habe ich eben mal draußen gemerkt, ich habe am Ende einen Hitlergruß gemacht. Das bezog sich auf, was ich im Programm sage. Ist mir aufgefallen, ich erwähne das während des Programms so gar nicht. Also Menschen, die nicht wissen, was ich mache, gucken sich die von denen an und denken, ja, alles lustig. Was war das mit dem Hitlergruß? Das habe ich jetzt nicht so verstanden.
Und ich erkläre das, weil ich beende eigentlich jedes... das ist meine Lieblingsansage, deswegen mache ich die immer am Schluss. Aber vorher möchte ich einen fantastischen Applaus holen für... Oh, alter Schwede. Einmal muss ich ja mal sagen, wir haben diese fantastische Maskenfrauen. Und alle haben... Es waren wirklich viele Menschen, die dieses Profil geliked haben. Dummerweise war das persönliche Profil und nicht das geschäftliche. Das Schöne ist, ihr habt jetzt eine Menge Freunde auf Facebook, was ihr nichts bringt. Also, wie heißt dann dein richtiges? Heißt, Maria Elena Heidemann. Und Maria Heidemann bist nur du und Maria Elena ist ein bisschen ein Künstlername im Grunde genommen. Das ist einer der besseren. Es gibt so viele dämliche Künstlernamen. Darüber kann ich hinaus. Wir machen also einen gesammelten Applaus. Wir müssen nicht für jeden einzeln. Dann danke ich dem Politbüro dafür, weil normalerweise die erste Ansage früher war immer, nee, wir würden hier nie eine DVD aufnehmen. So eine Kommerzkacke, da wollen wir nicht machen. Was ich nachvollziehen kann, aber ich brauche eine Menge Kohle. Ich brauche einfach wirklich... Und dann habe ich ausgerechnet, wie viel ich verkaufen muss, um auf Null zu kommen. Da habe ich gemerkt, keine Angst, es ist keine Kommerzkacke. Also es wird sich nie rechnen. Das ist überhaupt kein Ding. Wir kommen da alle mit einem glatten Minus raus. Also safe auf der Seite. Ich danke natürlich den ganzen Leuten, die das hier aufgenommen haben, was fantastisch ist. Weil ich hab auch mal ein Foto gemacht. Und waren aber schon derbe überfordert. Und die haben jetzt 90 Minuten Fotos. Ich glaube, so funktioniert das. Dass sie ganz viele Fotos machen und dann müssen die einzeln zusammenschnipseln und das filmen die dann ab. Aber ich bin mir nicht sicher. Natürlich, Till Reiners war da. Ich meine, er war solide da, möchte ich sagen. Aber wer Till Reiners nochmal sehen möchte, kann das vor allem in unserer gemeinsamen Show am 7. Juni. Nix du, Till? Ist das richtig? Du bist gar nicht Till. Okay, alles klar. Ich warte auf so eine Ansage. Genau, dazu kommt auch, klar, meine Familie ist hier, ich danke meiner Familie. Vor allem, weil die so viel Scheiße ertragen. Ne? Die meisten Sachen aus meinem... Vieles davon ist einfach auch erlogen. Vor allem, weil es einfach lustiger ist, wirklich Menschen mit Dreck zu bewerfen. Und wenn man nicht genug Dreck hat, ich finde immer weg. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Ich danke... Nicht da ist meine Frau und mein Kind und das, was noch kommt. Ohne die würde ich sowieso... ziemlich geiles Leben haben. Ich bin ganz ehrlich. Ohne die das... Der Shit. Den Leuten von Politburg, ich habe es schon gesagt. Ich danke vor allem euch, dass ihr auch alle da wart, weil ohne euch... Wir hätten das trotzdem gemacht, so ist das nicht. Aber es wäre nicht die gleiche Stimmung gewesen. Es wäre genial gewesen, wenn... Vielleicht schneiden wir das rein, dass nur Till im Publikum sitzt. Und dann irgendwann traurig geht. Habe ich jemanden vergessen? Robert, mein Agent. Das haben wir vorhin auch besprochen. Robert, mein Agent. Robert ist derjenige, der die Gedanken hat, die ich nicht haben will. Weil Robert geht daran sowas wie, okay, ich weiß, du bist auch echt gut auf der Bühne und das ist alles ganz toll. Wirklich, du machst auch einen super Job, aber du musst mehr Hure sein. Wir müssen mehr hinbekommen, dass dich jemand bezahlt. Das heißt, ich würde den gleichen Scheiße trotzdem machen, aber er sorgt dafür, dass jemand mich dafür bezahlt. Er hatte die Idee für diesen YouTube-Blog, er hatte die Idee für alles eigentlich. Er hat meinen Namen ausgesucht, eigentlich heiße ich ganz anders. Eigentlich, wissen die wenigsten, funny story, Josef Goebbels. ich glaube, das war's. Also sonst, wenn ich ihn mal vergessen habe, dann seid ihr anscheinend nicht wichtig genug, damit ich mir euren Namen merken kann. Was super unsympathisch ist. Meine Damen und Herren, einen großen Applaus für all die Menschen, die heute Abend die fantastisch gemacht haben. Applaus für euch, Applaus für alle. Vielen Dank. Ein bisschen mehr, weil ich meine, ich weiß, es ist spät, aber Jesus Christus. So, vielen Dank. Jetzt nochmal, weil ich muss sicher gehen, also das ist wirklich kein Spaß. Ich darf den Hitlergruß nicht machen, ohne dass ich das satirisch einbinde. Also viele von euch wissen das vielleicht schon, einige nicht. Ich muss das jetzt machen, weil ansonsten könnt ihr mich verklagen. Das ist das Problem. Deswegen Hitlergruß, super Sache. Lustige Geschichte. Damals hatte der Hitlergruß eine Menge Macht. So, es gab Krieg und dann gab es Hitler und dann gab es eigentlich sonst niemanden. Der Rest war eigentlich im Widerstand gegen Hitler. Und dann kam raus, das stimmt nicht ganz. Und immer noch gibt es viele, die diesen Hitlergruß machen, vor allem halt Nazis. Und deswegen meinte irgendjemand mal, weißt du was, wir verbieten den jetzt. Und dann haben alle Neonazis gleichzeitig gemerkt, ach, das ist das darf ich gar nicht. Das wusste ich nicht. Sag das doch. Nee, ich wähle die SPD. Ab heute wähle ich die SPD. Und das ist nicht passiert. Und immer noch laufen diese Menschen da rum draußen, diese ekligen Affenmenschen, die der Meinung sind, das ist auch eine Meinung. Ja, und das ist eine Meinung, aber es ist halt nicht die richtige Meinung.
Und die machen diesen Gruß. Und die haben immer noch Macht über diesen Gruß. Und wir müssen denen die Geste wegnehmen. Und verbieten reicht nicht. Und deswegen, wow, wie soll man das machen? Wie soll man das machen? Meine Idee war immer folgende. Lass uns doch einfach alle wieder so grüßen. 14 Tage lang reichen. Dass 14 Tage die Tagesschau anfängt mit Berlin! Steinmeier in Verhandlungen heute. So muss die Tagesschau anfangen. Es muss so normal sein, dass jede nette alte Frau morgens beim Bäcker zwei Mohnbrötchen! Und die einzige Antwort ist, jawohl! Weil wenn dann Nazis wieder so einen Aufmarsch machen, in Hamburg immer in Barmbek, ich weiß nicht warum, aber Barmbek scheint deren Pflaster zu sein. Und wenn diese ganzen dämlichen, rasierten Idioten dann wieder durch Hamburg laufen, alle provozieren und der komplette Rest von uns, allen Hamburgern antwortet mit Moin. Dann hätten die über diese Geste keine Macht mehr. Natürlich ist die Frage, wer soll damit anfangen? Und das, ich würde sagen, wir haben heute eine sehr gute Gruppe zusammengestellt. Also ich denke, es wäre so gut, wenn alle das machen. Du bist befreit, das ist kein Ding. Aber alle anderen... Das war's von mir. Vielen Dank. Komm gut nach Hause. Bis zum 7. Juni. Danke, danke. Thank you.